England war ein harter Konkurrent, Celja Šašić, aber der Sieger war vor allem der Zuschauer heute, denn es war ein spektakuläres Halbfinale. Definitiv, also die Leute sind definitiv auf ihre Kosten gekommen, haben ein sehr gutes Spiel gesehen und eben auf beiden Seiten gute Aktionen und auch viele Torschüsse. Man konnte bis zum Ende nicht sicher sein, wie es ausgeht. Was haben wir heute auf beiden Seiten gesehen, was eben diesen modernen Frauenfußball ausmacht? Also wir haben vor allem in der ersten Halbzeit sehr gutes Verlagern der Seite gesehen, Flügelspiel, Bälle reinbringen im richtigen Moment und dann eben auch ein gutes Kopfballspiel, eben sehr konsequent vor dem Tor zu sein und die Dinger reinzumachen. In der zweiten Halbzeit hat sich das ein bisschen verändert. Die haben viel kompakter gespielt, beide Mannschaften, sodass es nicht mehr ganz so einfach war, sich durchzukombinieren, weil eben alles viel enger beieinander war. Aber man hat weiterhin das Spiel auf Top-Niveau gesehen und das ist das, was wir sehen wollen. Schauen wir uns nochmal die Tore an. 10. Minute, das 1:0, das war eben das, was du gesagt hast. Clevere Pässe, gute Laufwege und dann eben punktuelle Flanken oder punktgenaue Flanken in die Mitte. Sehen wir, wenn eine kopfballstarke Spielerin hat, dann ist es halt gefährlich. Und das war gerade die Anfangsphase, wo die Engländerinnen wirklich kaum Pausen hatten zum Verschnaufen. Auch selber das Tempo eigentlich nicht versucht haben rauszunehmen. Das fand ich ein bisschen fahrlässig. Ja gut, man wusste auch schon, dass die USA so spielt, weil sie haben ja im gesamten Turnier immer so in den ersten 10 Minuten ihre Tore gemacht und Druck gemacht. Die Engländerinnen haben aber auch das mit Ankündigung gemacht. Sie haben gesagt, wir werden alles reinschmeißen, wir werden uns nicht irgendwie neutralisieren wollen, wir wollen wirklich voll Power gehen. Natürlich muss man auch ein bisschen immer vorsichtig sein, gerade um den 16er rum, keine Foulspiele zu machen, keine unnötigen, weil sie eben auch so kopfballstarke Spielerinnen haben und die Flanken genauso bringen können. Und deswegen muss man da auch mal gut abwägen. Du hast es gerade schon angedeutet, Kristen Press, die Trainerin, hat alles richtig gemacht. Wir wissen immer noch nicht, was mit Megan Rapinoe war. Die hat die letzten 4 Tore für die USA geschossen. Also sie ist eigentlich der Grund, weshalb die USA im Halbfinale steht. Und heute lief sie einfach nicht auf, stand nicht auf dem Spielberichtsbogen bei der Anfangself. Und wir wissen nichts Genaues, aber Amerikanerinnen sind trotzdem weiter. Das spricht für die Mannschaft. Man hat das nicht gemerkt. Man hat jetzt nicht gedacht, oh, in diesem Moment hätten wir eine Rapinoe vermisst. Und das spricht eben auch eben für diese Stärke, für die Ausgeglichenheit der Mannschaft, dass sie solche Momente einfach auch auffangen kann und dass sie sich nicht quasi das ganze Spiel auf eine Spielerin auslegen und dann auseinanderfallen, wenn es eben nicht funktioniert. Wir haben schon gesagt, das ist vielleicht der lange Arm des US-Präsidenten, mit dem sie sich ja angelegt hat, aber wahrscheinlich wird es das nicht sein. Hoffentlich spielt sie wieder im Finale. Und wir haben ein Interview bei Tibor Meingast. Kristen Press, congratulations. Did you beat your hardest opponent today? Who knows? That's, you know, something that, you know, once you win a game, you're looking to the next. And, you know, we're in a final. It's huge, and it wasn't easy to get here. It was a really tough game. Really tough game. Back and forth, intense, emotional, and it just took a lot of heart, a lot of grit. And for us to stay composed and calm and execute our game plan under those circumstances is really incredible. USA made a brilliant match again. They were really in top form. Do you think there will be a team that can stop you, Sweden or Netherlands? I think that our mentality is that our best is good enough and that we have everything we need inside of us. And it's going to be a tough game again. It hasn't been easy for us. This whole road has been challenging. And you would expect nothing less from the final opponent. We were surprised a little bit to see you and not Rapinoe. Had it tactical reasons or was it an injury? I think that that all gets released. All the information that you need, you'll find. There's no interview information of you as a team, yeah, thank you very much. No worries. Another question, Rapinoe is in our media because her thing with the White House. Is it a topic in your team? I am completely in a bubble, focused on soccer, football, all day, every day. I'm not reading media, not listening to the outside noise. I think the best way for me to serve my team is to focus on the tactics, the technique, the training, the recovery. And so I personally stay in a complete bubble. Congratulations again. Thank you very much. Have a nice day. Bye. Appreciate it. Also Kristen Press mit dem 1:0. Und zu Megan Rapinoe gibt es immer noch nichts Neues. Jetzt wird aber langsam ein richtiges Geheimnis drum gemacht. Ich kann nicht anders, als das Gefühl zu haben, das sind irgendwie 11 Ich-AGs, aber auf dem Spielfeld funktionieren die einfach als Mannschaft. Das ist kurios. Das ist eben, wie gesagt, dieser Spirit, der in diesem amerikanischen Team hält, läuft. Und wir, von außen sieht es manchmal halt wirklich seltsam aus, weil man sich denkt so, was ist das? Und die schaffen es immer wieder, diesen Spirit hochzuhalten und sich gegenseitig zu pushen und wissen, dass sie sich gegenseitig auch brauchen. Das Beste ist gerade gut genug, hat sie gesagt. Aber sie sind auch dann verwundbar. Das haben wir gesehen. England hat nicht aufgesteckt und kommt dann zum Ausgleich in der 19. Minute. Und wer anders als Ellen White?
auch mit ihrem 6. Turniertreffer schon. Und den schauen wir uns hier an. Und im Modest-Jubel, wir hatten ja vor dem Spiel, hatten wir ja noch vom 1. FC Köln was eingeholt von Anthony Modest. Und der sagte, ach ja, genau sie ist ja der Grund, weshalb ich so berühmt bin. Ellen White, auch eine Gewinnerin dieses Turniers, obwohl sie jetzt nicht weiter ist im Finale. Definitiv. Wer so viele Tore in einem Turnier schießt, gehört zu den Gewinnern des Turniers. Und wenn man auch sieht, wie sie die Tore geschossen hat und in welchen Momenten, die waren wirklich über alle Spiele verteilt. Und gegen immer die Großen halt auch, ja. Eben, und hat dann vorne, weil sie ein ständiger Unruheherd, sie hat den Elfmeter rausgeholt und immer bereit, wenn es vorne gefährlich geworden ist. Und ja, so eine Spielerin ist immens wichtig für eine Mannschaft. Ich glaube zwar nicht, dass die Tränen schon getrocknet sind bei ihr, aber wir hören sie jetzt im Interview bei Tibor, mein Gast. Ellen, it was a brilliant game of the English team. Why didn't you reach the final? it was a tough match, to be honest. And, you know, we're bitterly disappointed not to have reached that final. And I thought, you know, second half we played a lot better. We created chances and, yeah, we just couldn't step over that mark and score that second goal to make it 2-2. But you know, I'm really proud of this team, the way we've conducted ourselves throughout this tournament. And, I wish the USA all the luck in the world. But for us, we're gutted not to make that final. How are you looking forward? What is our next attempt in European Championships in 2 years? Maybe. I'm not even thinking about that, to be honest. I think we'll take a few days to really process this, because obviously we need to get ready for Saturday for the third and fourth playoff. So, I think the next 2 days we're going to take off and, you know, really regroup and, you know, look forward to trying to get that bronze medal now. But, yeah, I'm not really looking any further than that, to be honest. I'm gutted for this game, really. I can tell you there's somebody who loves your celebration also. There's a reaction of Anthony Modest. He told he's very proud that he now gets famous because of you. And he said he thinks you have to celebrate this evening again and in the final. No, I appreciate his support. That's really kind of him. And hopefully I can continue that celebration. And hopefully there's more goals to come. I thank you very, very much. Appreciate it. Thank you. Thanks. Thank you very much. Sympathisch, selbstbewusst und nicht verlegen um Worte. Ellen White, 6 Tore. Und sie kann natürlich auch noch Turnier-Torschützenkönigin werden. Sie spielt ja noch das Spiel um Platz 3. Das wird dann auch nochmal wichtig. Aber England, das muss man auch mal sagen. Ich meine, vor 6, 7, 8 Jahren waren die noch längst nicht so weit. Jetzt zweimal im Halbfinale der WM. Da hat sich unglaublich viel getan. Und ich habe das Gefühl, ganz England spielt Frauenfußball, auch die Männer. Ja, also momentan hat man tatsächlich das Gefühl, man merkt auch, dass wirklich ein Plan dahinter steckt. Sie haben sich kontinuierlich weiterentwickelt. Schon beim She Believes Cup sind sie als Gewinner vom Platz gegangen, haben da auch in die USA unentschieden gespielt. Also es ist kein Zufallsprodukt, sondern es ist wirklich einfach der logische Schritt in einem Plan, der verfolgt wird und konsequent verfolgt wird. Und sie haben die EM bald im eigenen Lande und ja, mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Die Vereine machen unheimlich viel und das ist sehr, sehr positiv für den Frauenfußball. Aus Deutschland jetzt von England lernen, in Klammern nicht das Elfmeterschießen. In Deutschland müssen wir auf jeden Fall schauen, dass wir Dinge verändern, dass wir auf einen Schritt nach vorne machen, auf ein neues Level kommen, auch wieder attraktiv werden für viele Spielerinnen, für Top-Spielerinnen und eben wieder auf ein sehr hohes Niveau kommen. Und auf nochmal einem anderen Level, das musste man heute sehen, sind dann die Amerikanerinnen. Und wir schauen uns das 2-1 durch Alex Morgan an. Die hatte schon 5 Turniertreffer, jetzt ihr 6. Und ich habe das Gefühl, in dem Moment, wo dann ihr Ball, auch das Spiel ohne Ball bei den Amerikanerinnen sehr, sehr gut funktioniert. Also die laufen auch diese Wege bis zu Ende. Ja, also es ist wirklich alles mit Plan. Also wenn eine Spielerin rauszieht, nutzt die andere Spielerin die Räume dahinter. Und es macht einfach Spaß, das dann auch zu sehen. Wenn die Seite verlagert wird, wissen die Spielerinnen in der Mitte schon, was passieren kann, wie sie es zu bewegen haben. Und so kreiert man eben auch Räume und Chancen. Hast du dir zwischenzeitlich auch mal die Frage gestellt, wie hätte eine deutsche Mannschaft heute agiert gegen eine der beiden Mannschaften? Ich meine, diese Frage stellt sich eigentlich nicht, weil es nicht der Fall gewesen ist. Und die Spiele laufen dann auch immer mal wieder anders. Sei ehrlich, zwischendurch auch mal gedacht. Man hat auf jeden Fall gesehen oder einen Vergleich gehabt zu sagen, was vielleicht der deutschen Mannschaft in dem Moment oder in dem Turnier gefehlt hat, was man heute bei den beiden Mannschaften gesehen hat. Und man lernt. Man lernt. Und das wird auch noch so weitergehen. Wir haben dann eine Szene gesehen, denn England hatte die Möglichkeit, tatsächlich noch den Ausgleich zu schießen. Den ersten Abseitstor von Ellen White. Und dann wird sie gefoult im Strafraum von Becky Sauerbrunn. Wir sehen die Szene.
Und der Schiedsrichter bzw. der Video Assistant Referee hatte die Gelegenheit, sich das nochmal genau. Kleiner Kontakt in dem Moment einfach auch schon ausreicht. Und wenn man dann aber halt fast 4 Minuten Zeit hat nachzudenken, macht es die Sache nicht einfacher in so einem wirklich sehr, sehr wichtigen Spiel. Da gehen schon einige Dinge durch den Kopf. Und wenn man dann auch weiß, dass man die letzten 2 Elfmeter verschossen hat, also als Team, macht es das, wie gesagt, nicht viel einfacher. Da ist ein gewisser Druck auch dabei, gerade wenn man gegen einen Gegner wie USA spielt. Und ja, es ist bitter für das Team, für England, aber das wird man niemandem Vorwurf machen. Stichwort lernen, wenn man von 4 gegebenen Elfmetern 3 verschießt, das ist was, wo man noch mal ein bisschen üben muss. Ne? Können sie machen. Sie haben sich in so vielen Punkten schon verbessert, dass man auf jeden Fall noch Luft nach oben haben muss irgendwo. Elfmeter könnten sie dann auch noch mal üben und ja. Und wir hören sie jetzt auch. Steph Horton bei Tibor, mein Gast. Well, Steph, as captain, I know this is the horrible part of the job. Where do you begin to sum up that match? It's obviously hard to put into words now, I think. We've played one of the best teams in the world. We've took them all the way, and I'm so proud of the girls. Disappointed with the pen, disappointed with the goals that we conceded, because I think, other than that, we had a good game. America really had to bring their A game tonight. Do you take any comfort from the fact that the best team in the world had to play at their very best to get past you? You do and you don't, because ultimately we know that we can go against them and take them all the way and we could beat them. So for us the aim was to win and we didn't do that. You personally led from the front tonight. You stepped up to take that penalty. We've seen Nikita take them the rest of the tournament. Was it always the plan that you would take it tonight if England were awarded a penalty? Obviously I got told in the set pieces today and I've been practicing them a lot, as well as the other girls, and I was confident enough to take it. I just didn't get a good connection that I've done the whole of this tournament. So obviously gutted, let the team down, but we've got to go and try and get a bronze medal now. Is that really how you feel, like you let the team down? Yeah, I mean, look, I hold myself with high standards and with my technique, and look, it's not just about me, but at the same time, in them actions, it is. So. Obviously gutted and heartbroken because we were so close, but like I said before, I'm proud of all the staff and proud of all the players because we give it everything. 4 years ago, we saw how much that bronze medal meant to this team. How do you help go about picking these players up and going again on Saturday? Yeah, we've got to have that same attitude that we had back then. I think for us, we never expected to come away with each other, whereas now we've got to go and produce again on Saturday, whoever that might be again. So. We'll reflect. Obviously, it's going to take a few days to get over, but at the same time, this group of players are ambitious and we go and compete against another team. You can be very proud of yourself tonight and the rest of the team. Go and join them. Well done. Thank you. Tja, da verschießt sie den Elfmeter. Das wäre das 2:2 gewesen. Hätte, wäre, wenn, oder wie war das mit der Fahrradkette? So ist es halt nicht. Celia, wir schauen jetzt noch mal auf die Mannschaften, die es dann eben geschafft haben. Die USA steht schon als Finalist fest. England spielt um Platz 3 und der Gegner für die USA wird dann ermittelt im Spiel Niederlande gegen Schweden, den Besieger der deutschen Mannschaft. Was glaubst du, was das für ein Spiel wird morgen bei den Kollegen der ARD? Also ich glaube auch, dass man sich da auf ein 50-50-Spiel freuen kann. Und ich hoffe auf ein gutes Spiel, auf ein ausgeglichenes Spiel, aber eben auch hoffentlich mit vielen Offensivaktionen. Sind das zwei Mannschaften, die den USA gefährlich werden können? Wenn man ehrlich ist, die Mannschaften, die im Halbfinale sind, können auch Weltmeister werden. Definitiv, sonst wären sie natürlich nicht im Halbfinale. Schweden hat schon in der Vorrunde gegen USA gespielt, hat dort 2-0 verloren. In der Regel ist es aber allerdings so, dass man in einem Turnier nicht zweimal gegen die gleiche Mannschaft verliert. Oh. Und deswegen wäre ich sehr gespannt, das mal zu sehen. Allerdings ja, lasse ich mich einfach überraschen morgen. Celia, vielen, vielen Dank für deine Analysen heute. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und wir haben noch ein kleines Schmankerl zum Abschied. Wir schauen uns noch mal ein paar Action-Szenen an von dieser Frauenfußball-WM, gesammelt von Ella Pulalek. Und es geht hier vor allem um die Torhüterinnen, die bei diesem Turnier wirklich einen sehr starken Eindruck machen. Tschüss aus Lyon. Ciao. There was a day.